Also gebe ich für euch meine Geschichte zum Besten. Es war vor einiger Zeit im wilden, wilden Westen. Ein Kampf ohne Gleichen, der furchtbar gewesen. Leid mir euer Ohr, ich will euch alles vorlesen. Auf der steinigen Straße nach nirgendwo standen zwei Gestalten und zielten nach irgendwo. Sie hätten sich mit ihren Waffen niemals getroffen. Doch die Entscheidungen sind zahlreich und der Weg offen. Ich erzähle euch die Wahrheit, nein, ihr müsst sie erleben. Denn das Gelände ist gefährlich und die Straße uneben. Die beiden jedenfalls hatten lange Zeit geschlafen. Doch es kam der eine Tag, an dem sich beide trafen. Wir armen es dunkeln, sehen es niemals funkeln. Die Krieger des Hellen surfen auf den Wellen. Die liebende Wahrheit ist nicht wie ein Gebet. Es geht nur darum, wer als erster aufsteht. Auf der einen Seite stand recht unfreundlich und blass das mürrische Gesicht vom großen bösen Hass. Seine Stiefel glänzten in der Sonne, Schweiß drang aus den Poren. Er hatte nur noch Zweifel und sich selbst schon lang verloren. Er glaubte an den Untergang der Welt und hatte lang geplant. Viele Menschen hatte er bestraft und fühlte sich gewarnt. Unter seiner Brust klopfte mit peinigendem Schlagen ein Herz aus Stein, das war angefüllt mit Fragen. Er hatte zum Schutz vor fremden Augen eine Brille aufgesetzt, seine Freundin in der Hand, eine, die ihn nicht verletzt. Und er betrachtete mit Argusaugen und geladener Waffe dieses Fremde, das ihn ansah wie ein Affe. Auf der anderen Seite nämlich stand das Kind, ohne Ahnung vom Leben und welche Gefahren da sind. Es hatte nach reiflicher Überlegung aller Möglichkeiten beschlossen, auf die Straße in den Horizont zu schreiten. Heldenmutig hatte es gesagt, ich gehe alleine. Und nach kurzer Reise standen vor ihm auf dem Weg zwei Beine. Neugierig, wem die wohl gehörten, sah es langsam auf und blinzelte geblendet in einen Pistolenlauf. Der Ass sah auf das Kind und verstand nicht die Form. Seine Wirklichkeit verzerrt, seine Ansichten abnorm. Er dachte, dass einer bösen Fratze zu Leibe rückte, als er mit seinem Finger den Pistolenabzug drückte. Die Armeen ist dunkeln, sehen es niemals funkeln. Die Krieger des Hellen surfen auf den Wellen. Die liebende Wahrheit ist nicht wie ein Gebet. Es geht nur darum, wer als erster aufsteht. Die Armeen ist dunkeln, sehen es niemals funkeln. Die Krieger des Hellen surfen auf den Wellen. Die liebende Wahrheit ist nicht wie ein Gebet. Es geht nur darum, wer als erster aufsteht.
Der Augenblick des Schusses bis zum Auftreten der Wunde dauert keine Sekunde, sondern eine halbe Stunde. Sich um sich selbst drehend durchbohrte die Kugel die Stirn, zerfetzte alle Neuronen auf dem Weg durch das Gehirn. Und als sie auf der anderen Seite des Kopfes den Ausgang fand, war das furchtlose Kind Bewusstsein zerronnen wie Sand. Der Hass und die Zerstörung, um die es endgültig wusste, waren nicht der Grund, warum es niedersinken musste. Das Glühen des Todes ist geschaffen, um den Bösen durch seinen Anblick von allen Zweifeln zu erlösen. Erbarmungslos und leuchtend hat es sein Steinarzt zerfetzt und für die Wahrheit des Lebens, die des Todes gesetzt.